Liebe Simon, heute gilt es, die Stromstärke zu messen. Dazu haben wir einen einfachen Stromkreis mit einer Energiequelle, einer Glühlampe und einem Stromstärke-Messgerät oder auch Ampermeter. Ich habe unsere Energiequelle hier schon aufgebaut, lege den Schaltplan hin und mein Tipp ist immer, die Geräte genauso wie auf dem Schaltplan anzuordnen. Das heißt, ich lege das Ampermeter hier hin, die Lampe habe ich an ihren Platz gestellt und dann entspricht jeder Strich auf dem Schaltplan einem Kabel. Wir müssen also zunächst ein Kabel ziehen von der Energiequelle zur Glühlampe, ein weiteres Kabel von der Glühlampe zum Messgerät und schließlich noch vom Messgerät zurück zur Energiequelle. Ja, und dann kann es auch schon losgehen. Und wir sehen, die Glühlampe leuchtet, das ist prima. Und unser Messgerät zeigt die Stromstärke an. Das sind 0,8 Ampere ungefähr. Wir gucken es uns mal noch genau an. Und stellen also fest, 0,82, 0,83 Ampere als Größe für die Stromstärke.